kauft, als ich jagt mit. Hallo liebe Freunde, hier sind wieder in My Time at Sand Rock. Und ja, warum sind wir hier drin? Ich weiß nicht, aber Elsie fand's lustig. So, Elsielein, du hast wieder irgendwas vor mit uns. Süßer, ganz genau. Was war denn heute nochmal im Terminkalender? Im Ehelichen, wir sollen Lungenfische besorgen. Ja, was man so in der Ehe macht, Lungenfische besorgen. Klar, machen wir natürlich gern. Und Kacheln hier auf unserem Boden oder Ziegelsteine, je nachdem, wie man sieht. Jo, da haben wir wieder einiges zu tun. Wir freuen uns. Ja, so, was sonst noch irgendwas? Showdown at High Noon ist ja noch nicht. Dann haben wir noch Hochzeitstag. Oh je. Oh, morgen hat Coco Geburtstag. Okay, da müssen wir uns auch noch was Schönes einfallen lassen für Coco. Die haben ja auch schon so lange teuer Anhänger. Ja, die Vogelschaukel, das ist natürlich immer beliebt. Müssen wir auch irgendwann mal was anderes finden. Das kann ja nicht sein. Was haben wir denn für Coco eigentlich noch für Ausrüstung? Achso, nur die Rips und die Fliege, ne? Okay. Die Stammtiere gibt es nur sowas. Oder? Ja, hier so ein Mützchen. Gut, Macchiato ist gestraft genug. Nemo, den haben wir auch schon ausgestattet. Benjamin hat auch sein Räumer-Outfit. Dann gibt es für den so viele Sachen und für den nicht. Ist doch unfair. Gecko hat auch schon alles. Ne? Ja. Gut, die sind alle versorgt. Wunderbar. So, da brauchen wir noch Lungenfische. Lungenfische habe ich auch schon lange nicht mehr geangelt. Warum denn die da mal? Habe ich denn da Köder für überhaupt dabei? Und mögen die denn nochmal? Ich glaube. Oh, ich habe ja noch tausende Reliquienbeutel. Was sind da drin? Sandadler, Spielzeugsoldat, nochmal Ortstag, Schiffsrad, Raumschiff. Oh, das haben wir auch schon tausendmal. Okay, vielen Dank. Puh, ich habe hier noch Jutemelonsamen. Okay. Habe ich hier meine Fischköder? Klar, ihr müsste eigentlich auch reichen. Ach ja, das Ding muss ich auch noch aufstellen hier irgendwo. Ja, unser Pokal. Ja, was machen wir damit jetzt, ne? Haben wir noch irgendwo Platz für das Ding? Wir stellen einen Pokal auf. Ja, hier mal. Ist auch kein Spiel. Kann man nichts draufstellen, ne? Was kann man jetzt mit dem Ding machen hier? Kann man da rein? Nee. Und geht nicht. Kann man das hier? Biolab-Forschung. Das geht. So, hier sieht man unseren Pokal. Wunderbar, haben wir noch ein Buch übrig. Dann schmeißen wir das hier rein und dann sieht das aus, wie wir gebildet. So, siehst du, Elsie. So geht das. Wunderbar, komm. Raus. Hier steht auch so ein. Ach, hier steht noch vom Kindergeburtstag so ein lustiger Spielzeugsoldat, der für Heiterung sorgt. Was mit dir, Zauberspiel? Ich suche auch ständig in meiner Zeit. Ich habe aber keine. So, Wetterbericht Mittwoch. Okay. Nächste Woche Mittwoch. Haben wir hier noch irgendwas? Wollen wir uns ins Vergnügen stürzen? Ah ja, die Brettchen hier. Nee, die nicht. Ja. Die Brettchen. Hä? Wir haben keinen Besitz. Habe ich vielleicht im Auftrag gegeben? Wo sind die denn alle? Supp. Ah, da haben wir sie. Siehst du? Show. So geht das. Wunderbar. So, kleine Köder habe ich. Mögen die nicht auch? Huch, jetzt habe ich sie alle mitgenommen. Shit. Ich war mit der Bedienung verwirrt. Wenn man von einem anderen Spiel kommt, dann kann man schon durcheinander kommen. Die mögen auch Kastanien, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten gucken wir mal. Hier haben wir auch genug Zeug. Wunderbar. Wie sieht es hier mal bei euch aus? Also, ihr seid mal wieder nicht. Sorry, dann wird halt handgestreichelt, weil Elsie hier nicht da ist. Ich meine, die ist da, aber die ist nicht für euch zuständig momentan. Weil sie will unbedingt angeln. So, Hasi. So, und du, Edna. Bist du größer geworden? Ja, okay. Ist noch jemand? Achso, Horst, Henny. Ja, euch auch. Hey, Joker. Ist eigentlich keine Angst, wenn dieser Joker mal bei euch nicht vorbeiläuft. Das ist schon was gruselig, oder? Was willst du eigentlich? Wasser aufgebraucht, bitte Vorräte auffüllen. Ja, was denn jetzt für Wasser, Mensch? Ich bin hier, ich muss weg. Ich habe Termine.
Was ist denn hier los? Wasser, was willst du denn? Hier ist doch, naja, gut, ein bisschen, ein kleines bisschen, kann man ja. Gut, der will wieder etwa ums Wasser nachfüllen. Sind hier nichts mehr drin. Warum habe ich hier Edelsteine drin? Die hören da gar nicht rein. So. War hier irgendwo Wasser? Wasser. Nein. Gut, dann machen wir halt welches. Ich kann Wasser herbeizaubern. Ha. So, nicht was ihr denkt. Wir machen es jetzt hier natürlich. Was, so viel? Oder wir wollen es jetzt aber auch nicht übertreiben, oder? Das ist ja... Können wir ja fast verkaufen, okay? Da haben wir Wasser, Freunde. So, ich hoffe, jetzt kommen hier keine Klagen mehr. Flump. Also, vielleicht behalten wir mal eins. Letztens... wer war... Irgendjemand wollte unbedingt ein Wasser haben. Als Geschenk und dann hatte ich keins. So, dann haben wir das Problem jetzt auch gelöst. Und diese komischen Edelsteine, die können wir ja hier noch irgendwo reinballern. Ich habe ja 62 Lungenfische. Was sind denn Elsie noch? Na gut. Geht nichts überfrischen, ne? Der liegt ja schon ein paar Jahre jetzt in der Truhe, aber trotzdem. Der hält sich lange. Ist immer noch gut. So, Hansi, machst du hier? Komm, du kommst mit. Wenn du hier unbedarft reinkommst, wo der Chef dabei ist, bist du selber schuld. Man sollte sich nie blicken lassen. Sommer. Ja, kann auch zu Fuß gehen, soweit ist jetzt nicht. So, komm, folge mir, Elsie. Der Zug ist ja schon abgefahren, ne? Ja, na gut, ist bei uns schon lange abgefahren, aber das ist ein anderes Thema. Dann laufen wir mal schnell und gehen ein bisschen den Lungenfisch fangen, jawohl. Nichts lieber als das. Ach da, da ist er. Also ich dachte, jetzt kommt nur Hansi hinterher. Das ist ja dann ein sehr einsames Vergnügen. Was lief da gerade? Da sind ja die Jagdmals. Ja. So, da haben wir schon mal unser Angelkörbchen hier. Dupp-dupp. Ach, jetzt sind die Profilien. Da sind wir doch schon. Angeln, jawohl. Haben wir noch nicht genug gemacht in dem Spiel hier. So, gucken wir mal. Was haben wir jetzt hier? Kastanien. Plop. Wie, die mögen die nicht? Ich dachte, die mögen angeln. Haben die da vertan? Oder waren das Maisköder? Nee, Kleierköder? Was wollt ihr denn? Mauam, was bist du denn eigentlich nochmal? Gucken wir mal. Flimp. Ein großer Lungenfisch. Ja, ich wollte hier keinen großen. Ich meiß jetzt hier alles, ist mir auch egal. So. Irgendwann will ich jetzt schon anbeißen. Siehst du, da hast du wieder einen. Huch. Zwei. Dann gab es einen Lungenfisch. Da haben wir doch Lungenfisch. Was wollt ihr denn? Upp. Die nehmen auch einfach nur Würmer. Ich dachte, die wollen Spezialitäten. Gibt's ja gar nicht. So, dann wieder ein paar. Ja. So. Auch egal. Nehmen wir den auch noch mit. So, kommt, Leute. Kommt. Hier gibt es Futter. Freunde. Futter. Futter, Futter, Futter. Zack. Da kommt dann nochmal einer. So. Ziemlich viele Ressourcenverschwendung hier. Lungenfisch. So, wunderbar. Ja, aber das waren noch Lungenfische, die ich hier fangen wollte, oder? Ich bin mir ganz sicher. Wieder ein Karpfen. Okay. Ja, na gut. Kann man ja auch was mit anfangen. So, da kommen sie wieder. Oh, 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 das ist auch ein kleiner Bereich. Den brauche ich ja eher. Die großen brauche ich gar nicht. So, kommt schon mal ein Kind da. Frapp. Und ich kriege auch. Moment, Moment, Moment. Halt, bleibst du hier? Ah, ihr kommt mir nicht. Ha! Im Sand habe ich ihn erwischt. Haha. Niemand entkommt Fried, wenn er angelt. Lungenfisch, Landgrapfen, großer Lungenfisch. Nochmal Sandgrapfen. Zack. Und Hansi hat an Wolfsaal gefunden, denn eine große Schlange und zwei Sanderkuh, dass die eigentlich hier gar nicht normalerweise drin sind. Ja, hast du sehr gut gemacht, Hansi. So, Elsie, ich hoffe, du bist begeistert. Hey, du bist ja ein Naturtalent. Ich werde in Form kommen, wenn ich weiterhin die Sandfischkönigin bleiben will. Ich weiß nicht, dass du das bist, aber okay. Die Sandfischkönigin.
Könnt ihre Vorliebe für Fischstäbchen erklären. Ja, wunderbar haben wir das. Wieder mal. Kriegen wir die auch noch? Wenn die da gerade so rumschwimmen. Haha. Edgy. So. Nochmal noch einen Fisch und Sandkarpfen. So. Hansi, wir haben unser Tagwerk getan. Haben wir sehr gut gemacht. Wunderbar. So, mal gucken. Wir sind jetzt auf 75 und haben schon 7.077 Punkte. Das ist ja lustig. So, wir haben uns ein bisschen geboostet hier. Unsere Waffen ein bisschen gestärkt. Da müssen wir mal gucken. Hier haben wir auch ein bisschen Verteidigungspunkte nochmal drauf geschmissen. Gucken wir mal, was wir damit anfangen können. Na, die Hyänen hier, die sind jetzt eher nichts. Die brauchen wir dafür nicht. Obwohl, Hansi können bis Übung gut vertragen. Jemand, Freund, wir haben einen Spannungspartner hier für dich, unser Hummeiser. Ich möchte ein paar Takte mit dir reden, mein Freund hier. So, komm, Hansi, zeig's ihm. Ach, jetzt kommen noch seine Freunde an. Hansi, hier! Na gut, was willst du denn? Hallo? Spring doch nicht mal weg. Hansi, hier, gib's ihm! Leichter nehmen. Okay, jetzt hast du ihn mal erwischt. Dem hast du es gezeigt. Ja, das wird er sich merken. Ha! Und? 475. Ja, das ist immer noch nicht so wirklich viel. So, komm, gib ihm den Rest. Machen wir das. So, Hansi. Hallo, wollt ihr jetzt? Hallo, wollt ihr Streit? Hau bloß ab. So, legt euch hier mit mir und Hansi an. So, Hansi, komm. Dann haben wir das hier erledigt. Dann können wir da drüben auch nochmal wieder was abgeben. Pennt ihr Cooper wieder irgendwo? Ah, sieht nicht so aus. Plum. Ist eigentlich nichts drin, ne? Gülle haben wir, glaube ich, genug. Kann man den eigentlich hier... Den könnte man auch fällen eigentlich, ne? Aber dann wäre wahrscheinlich Cooper sauer. Naja, komm. Wollen die jetzt nicht zu sehr ärgern. Tourist, hallo? Schwör dich nicht, wenn du nachher in den Jagd mal na, dumm trittst. Das ist dann dein Problem. So. Jetzt. Hallo, ich würde ein Stück Kuchen geben. Ja, ich auch, wenn ich eins hätte. Hallöchen. Ich war gut zu eurer Familie. Ja, ich habe Eldia erratet. Wollen wir Rezepte aus? Hast du noch irgendwas? Nee. Gibt nichts Neues. Es gibt keine neuen Rezepte hier in diesem Land. Stadt, war doch immer. Land, Stadt, Fluss. Rein in Treppen. Immer machst du für den falschen Werbung. Hi, Wendy. Nö, du bist nicht wendig. Das mischt dich doch nicht immer da ein. Jetzt, Hansi. Können wir ein weiteres Haus hier bekommen? Geht das, bitte? Nein. Hier, da ist schon eins. Da ist Sandy. Da ist Sarah. Wir haben Tausende hier. Skorpion, was weiß ich alles. Hey, Mian. Was, cooles? Cooles Haus hier. Ich möchte selbst welche zählen. Ich habe Angst, gebissen zu werden. Ja. Kann ich mir Sandy einen Tag lang überlassen. Mal sehen, ob ich beißt. Wir haben sehr viel Glück, ganz genau. So, deshalb schenke ich dir auch als das, ja, was kannst du gebrauchen? Hier, nimm mal einen Hinschlag-Medikament. Das kann man, wenn es hier heiß ist. Diese. Das sah eben nicht so groß aus. Naja. So, hier können wir nochmal Cocktailchen gebrauchen. Das bringt ja auch Ausdauer zurück. Das ist durchaus auch wichtig. Moment. Hier kann ich irgendwann ausliefern. Ach, hier. Falsch geguckt. Und wieder unser Lieblingskunde Owen. Ich glaube, der hat im Laufe des Spiels schon für 8 Milliarden Golds Zeug von uns gekauft. Keine Ahnung, wo er das hin tut. Vielleicht vertickt er das alles auch auf Etsy oder so. Ich weiß es nicht. Schrumps, wunderbar. Ach so, da hinten. Ich dachte schon, kein Ernest hier. Das ist ja schon... Ich glaube, Owen überlebt nur, weil Ernest hier dauernd ist. Weißt du, es war nicht immer einfach für mich, mit Leuten Freundschaft zu schließen. Also, du solltest wissen, dass ich unsere Verbindung wirklich zu schätzen weiß. Dankeschön. Welche Verbindung? Ja. Gut. Wenn er meint. Er ist Autor, hat Fantasie. So, haben wir dann auch. Und noch was zum Ausliefern. Ansonsten. Oh, was? Okay, wir haben keine Aufträge. Was ist hier los? Dann könnte man mal gucken. Wir uns mal wieder ein bisschen prügeln können. Wir wollten ja ein bisschen aufsteigen.
Ja, wir haben schon wieder alle abgeschlagen. Wir haben schon wieder alle abgeschlagen. So, bringt noch am meisten, ne? Aber große Sandschlangen habe ich gerne im Repertoire momentan. Ach, der schon wieder. Gut, 99 Punkte. Segeltuch haben wir letztens erst gemacht und Holz. Ja, komm, machen wir auch. So, Chef, ich bin hier fleißig. Ja, er ist beschäftigt, wie man sieht. So, als Chef von der Gilde hat man natürlich enorm viel zu tun. Oh, wo zuerst da? Chef, hallo. Ah, Moment. Kannst du ein paar Lungenfische gebrauchen? Die sind frisch reingekommen. Hansi, bist im Bild. Ja. Er ist irgendwie... Er möchte halt gern gesehen werden heute. Miau. Jetzt meckere ich. Die sind ganz frisch gefangen. Nicht so wie sonst. So. Ah, das ist sehr gut. Hier wollte ich eh hin. Hi, Fred. Hi, Trudi. Ups. Hey, Grace. Okay, dann gehen wir mal. Ja. Oh, Jasmine auch hier. Hey, Jasmine. Was machst du denn hier? Wieder Bücher lesen? Mit dir spiele ich am liebsten. Ich wünschte, alle wären so cool wie du. Ah, ja. Ah, das geht ja runter wie Jagdmehlbutter. Hey, Heidi. Übrigens, ne? Ja, Dankeschön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wir müssen mal nochmal... Ah, gemusterter Ziegelboden. Ich wollte schon gerade Sie ermahnend daran erinnern, dass wir mehr davon brauchen. Sehr schön, sehr schön. 200 frische Lieferungen reingekommen anscheinend. Vielleicht macht ihr aus den Ressourcen, die wir hier liefern, immer wieder mal diese Steine, man weiß es nicht. Weil zuletzt haben wir hier nur Holz geliefert. Ah, noch ein freundliches Tier im Dorf, prächtig. Ich habe zahlreiche, ich weiß gar nicht, wohin damit. Ja, nettes Haustier, könnt ihr das gerne mal ein paar Tage haben. Muss aufpassen, das ist was doppelt so groß wie du. Da haben wir noch was, 109 Meter, dann haben wir unser tägliches Geld auch verdient hier. Wunderbar. Sarah, schon wieder. Einmal zu schieben, nehmen wir mal den Hintereingang. Und überraschen hier ein bisschen. Hier alles nicht da. Wofür braucht eigentlich dieses riesige Rad, was sich da mal dreht? Man weiß es nicht. Ich hatte ja alternative Antriebskraft hier für seinen ganzen Strom, den wir hier verplempert. So, bitteschön. Ja, schönes Outfit wieder mal. Vielleicht hat er ja einen eigenen Pool im Keller, man weiß es ja nicht. Das haben wir noch nie gesehen. Das Gebäude ist ja auch innen größer als außen, wie die meisten Gebäude in Sandrock. So, ja, wir können wieder Fleisch mopsen. Sehr schön. Ich meine, wir dürfen das ja. Hey Logan! Ja. Schöne Ziege. Ja, sehr schön. So. Ja, wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt kämpfen gehen, dann dauert das wieder so lange, ne? Dann haben wir schon Abend, Nacht. Ganz Kunststücke machen. Ja, frag mal Wendy und Sandy, ob die Kunststücke machen. Das sieht mager aus, sag ich dir. So. Sieht alles so sauber aus hier. Furchtbar. So, schon viel besser. Haha. So, wer ist hier? Nemo, Ken, Jo, Sandy. Wir haben halt viel über dich geredet, Sandy. Ich bin so gelangweilt. Können wir spielen, bitte? Du kannst mir hier beim Verlegen vom Boden helfen, mein Freund. Zack, okay. Na gut, haben wir wieder einiges bekommen. So, gucken wir mal. Wir müssen Zeug verlegen, Freunde. Was kommt da jetzt schon wieder her? Rostiger Roboter. Was schleppt ihr denn dann wieder für Zeug an? Was soll ich denn mit diesen ganzen... Am Anfang des Spiels, da hätte ich die alle gern genommen. Jetzt weiß er nicht mehr, wohin damit. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. So, Achtung, meine Raumschiff. Schon wieder? Hatte ich nicht letztens erst eins? Hab ich nicht eins hier hingestellt? Hallo, Edna. Ja, hier. Hatte ich mir größer vorgestellt. Naja. Uff, so viel von dem Zeug, ey. Ah, ja. Satelliten, Kreuzanker. Uff, hier haben wir noch so eine lustige Spielzeugfigur. Was mache ich denn mit diesem Anker wieder? Ich kann mir den Rocky schenken oder sowas, den Satelliten. Ja, den wollte ich eigentlich Ski schenken.
Ah, ich habe schon fünfmal. Naja, okay. So, Joker, hallo. Wollen wir mal weitermachen? Unser Zuhause pflastern, jawohl. So, haben sie denn? Gemusterter Ziegelsteinboden. So, hier ist mal so eine hässliche Lücke. Also dieses Geräusch. Da müssen wir den Weg hier mal ordentlich breit machen. Das ist ja auch nichts. Wo geht denn die Tür hier? Die ist so breit. Ups. So, dann haben wir das schon mal. Okay, das haben wir verbreitet. Und dann müsste man das hier noch auffüllen. Hier ist ja auch noch ganz viel, ne? Ah, hier. Und da müsste man noch. Und eigentlich sollte das hier so eingerahmt sein. Ja. Geld auf Stanze, Gecko. Haha. So, wie viel haben wir denn noch? 113, okay. Dann könnte man hier die Lücke noch zumachen. So ein bisschen. Und sich noch ein bisschen sparen. Dann sind die Dinger nämlich wieder aus, wenn wir sie hier verballert haben. So, hier ist ja auch noch ein Eingang. Könnte man dann hier so verbinden. Ah. So, und dann müssen wir gucken. Das muss ja alles irgendwann gefüllt werden. Da brauche ich noch hunderte von diesen Kacheln hier. 60. Dann könnten wir eigentlich noch hier die Lücke zumachen. Hä? Willst du jetzt? So. Flop. Ah, und Gecko, was hältst du davon? Ja, es ist bequem zu laufen, das sage ich dir. Die rutscht auch beim Regen nicht mal aus. Also wenn mal irgendwann Regen sein sollte, was ist das hier? So. Jo, das sieht doch nicht so schlecht aus. Dann haben wir hier unseren kleinen Platz mit dem Springbrunnen. Hm, so ein bisschen. Ja, die Utensilien hier. Hm. Ich muss mal auch umdekorieren hier ein bisschen. Kerto, was ist mit dir? Oh, ja, okay. Was ist los, Kater? Drückt der Kopf wegen der Frisur. Ja, das glaube ich, dass das schwer ist, aber nur steht hier halt. Ich will spielen. Ja, dann such dir einen von den vielen Tieren aus. Du kannst mit allen spielen hier. Hm. Wir haben reichlich. Ja, man kann jetzt hier richtig schön durchlaufen. Wunderbar. Ja, der Sound ist auch anders, wenn er über die Steine hier latscht. Sehr schön. Okay. Na, das ist doch gar nicht mal so übel. Würde ich mal sagen. Dann kriegen wir morgen nochmal 20. Dann, ich glaube, die kriegt nur einmal in der Woche 200. Und dann haben wir das. Was ist mit dir, Joker? Ja, aber ist okay. Mhm. So, Coco. Was mag die denn? Hm. Ich meine, wir können wieder dieses, wo ist das denn hier, die Vogelschaukel schon wieder machen. Aber es wäre auch ein bisschen, bisschen langweilig, oder? Hm. Wenn man von Sprengstoff hält, sie nicht so viel. Hm. Ja. Weiß ich jetzt nicht, was dir davon. Davon gefallen würde. Das ist eine gute Frage. Hm. Meine Früchte mag es ja auch, aber die geben mir ja auch so als Geschenk. Ist jetzt ja auch nicht so. Puffbohnen reichlich ist nur so geil, denke ich mal.
Substanzen. Dandakunas, Bergrosen. Hm, was können wir denn der noch schenken? Hyloxy, Haloxy, ich weiß noch nicht, wie man das ausspricht. Boah, ich hab so viel Essensreste, ist ja ekelhaft. Manchmal sind ja auch komisch, ob die Tiere hier mögen. Also, es erscheint manchmal logisch und dann ist wieder kompletter Blödsinn. Ich glaube, Obstsalat magst du. Das könnte man natürlich kochen. Glänzender Skorpion. Na gut, den mag eigentlich jeder. Da könnte man natürlich mal einen einpacken. Aber ich hätte gerne eigentlich eher was gemacht, selber gefertigt, statt irgendwas. So. Ich habe ja noch eine ganze Truhe und nichts drin. Was ist das denn? Das ist aber schief gelaufen. Okay. Ja, die behalte ich mal. Die können wir immer gut mir anschenken. Sisalfasern. Ich habe noch so viel Zeug hier dabei. Tausenden Skorpione. Warum habe ich einen Wolfszahnanhänger dabei? Man weiß es nicht. Gold. Gold braucht auch hier kein Mensch. Dreck. Ja, damit machen wir uns die Torwanne und Dings dann auch voll. Ne? Dieses Currypulver hat auch noch nie einer gebraucht eigentlich für irgendwas. Man kann damit eigentlich nichts machen. So, Holz haben wir noch. 5 Gewürzepulver. Ja, gut, zum Essen kochen ist das ja auch nicht schlecht. Ne? Aber ja, was können wir jetzt noch für unsere Lieblingseule machen? Einfacher Draht. Ja, kann man auch nichts mit anfangen. Puh. Dann habe ich 2 Rettungsteamjacken. Tausend vom Pfeifen. Das ist aber eher was. Ja. Nicht für unsere Eile auf jeden Fall. Wasser haben wir ein bisschen hier. Topaz. Ist wieder was für Unschuhe. Die ganzen Püschel hier. Gott. Uff. Können tausende von Staubwedeln machen, ja. Dann können wir den Markt mal wieder überschwemmen. Ich weiß nicht. Hier haben wir auch noch Bücher, mit denen man nichts anfangen kann. Das ist auch wieder so eine Sache. Klamotten ist nichts. Boah, ja, was zu essen. Na gut, einen Obstsalat könnten wir höchstens machen. Er hört mir ja jetzt so die Schaukel, ja, klar, aber die habe ich schon mal, die will ich jetzt nicht schenken. Ich will was anderes schenken. Will mal rausfinden, was wir noch machen können. Ich habe nur 6 abgekriegt. So sind die anderen alle. Eine Steak-Überraschung. Ja, das ist wieder so eine Hamburg-Überraschung. Bei McDonalds weiß man auch nicht, was drin ist. Und oft ist man überrascht, dass er dann doch nicht schmeckt. Okay. Warum habe ich so viele Steinschleudersteine? Wo kommen die denn schon wieder? Wie die doch gar nicht. Kaputte Kraftsteine. Na, guck mal an. Die könnten wir mal recyceln. Und diese ganzen Sandreis brauche ich eigentlich auch nicht hier. Komm hier, fort. Ich will nicht, da bin ich jetzt echt überfragt. Für Coco. Ist ja ein Wüstentier. Was haben wir denn noch hier? Vielleicht magst du auch so. Manche mögen ja auch Fisch. Von den Tierchen, aber weiß ich nicht. Vielleicht was Seltenes. Das Tansche kriegt man ja auch selten. Lungenfisch. Ja. Was können wir dir wohl schenken? Oder wir machen hier wirklich einfach einen Obstsalat oder so. Altes Liebeskuchen. Nee, wir wollen sie ja nicht umbringen. Ja, doch so ein Skorpion. Ja, aber. Ja, hat keinen Nutzen. Aber die. Ich weiß ich nicht. Aber sie ist ja nicht im Handel tätig. Was soll sie denn damit? Komm, da tun wir wieder weg. Wir machen hier einen schönen Obstsalat. Das ist zumindest gesund. Und wir haben uns dann Gedanken gemacht. So, Gedanke zählt ja schließlich. Was? Ja. So. Wir wollen ja was für unsere Eule machen. So, haben wir denn den Obstsalat? Der muss der hier.
irgendwo sein. Kalter Kaktus wäre vielleicht auch was, oder? Kalter Kaktus. Kaktus klingt schon nicht schlecht. Ja. Wäre auch eine Idee. Die Knoblauch. Hat sie einen schlechten Atem vielleicht? Weiß ich nicht. Ja. Was haben wir noch? Kaktus, Kaktus, Kaktus. Haben wir da nicht irgendwas mit Kaktus? Warte mal. Wir haben doch da irgendwas Kaktusmäßiges, mit dem ich auch nie was anfangen kann. Ist das ja was? Ah, was ist das jetzt wieder? Noch so viele Chips? Okay. Akazienholz. Eidechsenzähne. Jo. Das sind die normalen Skorpione. Was war da denn noch? Mustard hier. Okay. Agave. Ist das nicht auch so ein Wüstending? Wie ist das was? Für sie? Hä? Oder hast du nichts hingetan? Hä? Das Ding ist immer sortiert hier. Das ist echt. Trabon. Wo ist sie denn jetzt hin? Wir haben noch eine Knabberbohne. Naja. Die Agave. Ich wollte die Agave. So. Na Gott, nochmal. So, da haben wir das auch. Muss ich nur aufpassen, dass ich das nicht morgen aktualisiere, sonst ist die wieder. Warum haben wir hier Rinde? Man weiß es nicht. So, dann tun wir die auch mal weg. So, Kinders. Hansi. So, du kannst dich jetzt. Genau, kannst dich wieder verschlabbern und dein Töpfchen mal reinigen oder so eine Hummeise abends so macht. Genau. So, 21 Uhr und sehr schön. Was macht ihr hier? Gemeinsam Mond anholen? Okay, kann man machen. Haben wir denn hier noch? Haben wir noch irgendwas? Ach, guck mal, meine. Minönchen, Sandschlangen, das hat man noch alles schon. Ach, da kriegt man so wenig für. Ja, wir haben 87 Millionen Melonen. Ist okay. Gut, dann machen wir das noch. So, was ist hier? Ist bei euch alles klar, Kinders? Ihr habt noch. Okay, gut. Das ist die Hauptsache. Gucken wir mal bei Elsie hier vorbei. So, hier können wir alles schön ernten. Sehr gut, sehr gut. Kakteen. Ja. Gut, also wenn wir noch was brauchen sollten, hier haben wir nochmal den Kaffeebohnen, ne? Ja. Kaffeebohnen, gut, die können wir auch eigentlich immer gebrauchen. Die nehmen wir mal. Erschreckt ihr mich immer so? Ja, geh ins Bett, Elsie. Sehr gute Idee. Mach's gut. Nein, nicht hier lang. Hier nicht lang. Nein, da ist die Tür. Da, links. Ach. Ist das Maria? Na gut, dann ist das so. Ich bin doch gar nicht auf 2. So. Was haben wir denn hier noch? Rosenweiden, Kakaotomaten. Gute Melone, Nashornhorn. Bergrose habe ich nur einmal. Ja, kommt man. Und hier so in die Ecke. Flop. Die einsame kleine. Ja. Dann können wir einmal noch einen Kaktus hinsetzen. Ein kleiner grüner Kaktus. Schwupp.
Wo? Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, was machst du denn hier? Du kommst ja nicht vorbei. Nein, geh durch die Tür. Ganz genau. Durch die Tür, da. Link, weiter links. Oh, die Frau kann nicht durch die Tür gehen. Ich weiß nicht, was da falsch läuft. So, dann Süßkartoffel. Können wir auch nochmal pflanzen. Auch mal hier unter der Treppe wachsen besonders gut. So, mehr haben wir nicht. Wasser brauchen wir nicht. Ne? Dünger haben wir keinen. So. Okay. Dann haben wir nochmal was gepflanzt. Warum bleibt die nicht in ihrem... Ich habe hier alles so schön gebaut. Und die rennt hier wieder amok rum. Jetzt hat mir letztens irgend so ein Möbelstück neu bekommen. Was war das denn nochmal? Ich glaube, eine Couch. So. Na gut, wenn Elsie ins Bett will, dann gucken wir mal. Da ist sie ja auch dann da. Ups. Dann folgen wir mal diesem roten Weg hier. So, wenn die jetzt nicht im Bett liegt, dann weiß ich es auch nicht. So, hier, schön schlafen, Kinder. Gut, er ist wenigstens da. Er ist da, er ist, ja. Man sieht erstmal nur einen Klumpen Haare. Er ist da. Der Rest ist noch irgendwo unterwegs. Er ist da. Sehr schön, sehr schön. Gucken wir mal, ob alles schön brav da. Oh, hü, oha, uhu. Okay, wenn so Frau mal da ist, dann wollen wir das auch nutzen. Ha. So, jetzt spielen wir wieder Cowboy und Cowgirl. Mie, 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 mie. Palim. Ui, so, zum Glück haben wir uns nicht ausziehen müssen dafür. Ja, wunderbar, Elsie. Genau, du hast auch wieder viel zu tun. Vergiss es, ja. Ups, so. Dann wollen wir direkt mal Coco herbeirufen, bevor wir das vergessen. Wir haben uns so viel Gedanken gemacht. So. Dann hier. Ja, schön, dass ihr da wart, Leute. Geht einfach wieder. Aha. So, zack. Wird. Okay. Sandschlange, Wolfsaal. Kriegen da alles wieder. Und nochmal ein Raumschlussmodell. Dankeschön. So, ich hoffe, ich habe die Agave jetzt nicht wieder aus Versehen irgendwo reingeschmissen. Ist lange noch gesucht. Die Agave, die haben wir da. So, was ist denn? So, Koko. Ja, das sammeln kann noch jemand anders hier. Gibt es bestimmt irgendeinen, der nichts zu tun hat? Hier, Joker, du hast nichts zu tun. Gehen wir ein bisschen sammeln. So, wiedersehen. So, wo... Na, wo... Ja, wo ist sie denn? Ja. Viel Spaß. Okay. Coco? Beifuß? Oder Flügel? Ja, je nachdem. So, du hast Geburtstag. Ja, schöne Fliege übrigens. Coco! So, dann wollen wir mal was Schönes schenken. Wenn das dann auch was Schönes ist, kommt der Roboter schon wieder her. Nee, wir geben dir keinen neuen Namen. Eine Agave. Ich hoffe, das taugt auch wirklich was. So. Sonst kriegst du den Skorpion. Plus 25. Naja, okay. Kuckuck, kuckuck. Immerhin, sie freut sich. Hätte ein bisschen mehr sein können, aber es ist, glaube ich, schon etwas, was sie mag. Wunderbar. Haben wir das auch. So, ja, du kannst auch dabei bleiben. Sag ich auch wurscht. So. Flatterst du heute mal mit, nicht wahr, Sandy? Die sind unglaublich süß, genau. Da hinten stehen zwei, die warten nur drauf, gestreichelt zu werden. Und dann kannst du auch noch gleichzeitig den Stall sauber machen, den Futtertrog auffüllen, den Stall ein bisschen schrubben und die müssen auch mal gebürstet werden und die Klauen sauber gemacht werden. So, viel Spaß. Ja, so ist das auf dem Land. Da muss man mitarbeiten. Fupp. Während wir Fußball spielen. So, da müssen wir noch ein bisschen ausliefern. Oh, Grace hat sich ja was an heute. Ich bin ganz irritiert. Das kennt man ja so gar nicht. Hey, Gracie. Sie hat ihren Kleiderschrank vertan. Dann nehmen wir noch mal den Cocktail mit. So, der bringt immer schön Ausdauer. Ja, Coco, du machst hier die Flatter. Mal gucken mal. Jetzt sind wir ja hier. Oh, nur so viele Punkte gekriegt. Okay. Gut ausgerüstet. Jetzt müssen wir uns noch mal ein paar Sachen kochen. Damit wir mal wieder. Warte mal.
Was habe ich da alles noch dabei? Nein, hör auf. Ah ja, das sind die Klamotten. Ja, das müssen wir noch mal ein bisschen ausmisten. Und wir brauchen noch ein bisschen mehr zu essen, was uns auch noch mal ein bisschen Verteidigung und Leben gibt. Und dann können wir uns noch mal in den Kampf stürzen und gucken, wie wir mit... Was, wir sind tot? Ja. Ah ja, genau, du Beine, ja, hast zwei. Wunderschön. Dann haben wir das auch. Dann können wir uns mal wieder in den Kampf stürzen. Dann gucken wir hier Wendy und Sandy, machen wir was zusammen. Sehr schön. Lasst euch nicht ablenken. So, ups, Lebenspunkte voll. Ja, habe ich gesehen. So, und dann können wir hier uns dann in die nächste Schlacht stürzen. Mal gucken, ob wir mit unserer neuen Stufe 76 was anfangen können. Und dann noch ein bisschen was aufzuwerten. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Hier, Kampfpunkte müssen wir noch dazu holen. Okay. Werkstatt muss auch noch ein bisschen. Ja, es hat sich ein bisschen was getan. So, und dann haben wir auch noch... Ah ja, der Kampfwettbewerb ist auch nicht mehr so weit weg. Und dann haben wir noch den großen Tag von Elsie und von Fred, den Frelsi-Tag. Da bin ich mal gespannt, was da passiert. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Und dann sage ich mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, du kannst gleich meinem Tierchen Hallo sagen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.